2023 bin ich nach einem Kurzurlaub am Bodensee noch für 5 Tage weiter ins Tannheimer Tal zum Wandern gefahren. Mein Ziel war das Natur- und Bio-Hotel Bergzeit in Zöblen im Westteil des Tannheimer Tals. Die letzte der hier vorgestellten Touren beginnt ausnahmsweise einmal nicht direkt am Hotel, sondern beginnt an der Bushaltestelle bei Gaicht und endet an der Bushaltestelle Haldensee. Kein Problem, die Tannheimer Talcard macht's möglich, der Bustransfer ist kostenlos. Der Blick aus dem Fenster deutet bereits auf die angekündigte Wetteränderung hin. Aber bis zum späten Nachmittag soll es trocken bleiben. Also fahre ich nach dem Frühstück mit dem Talbus von Zöblen bis zur Endstation Gaicht. Bei der Endstation, direkt hinter der Straßenbrücke über die Nesselwengler Ache, führt auf der anderen Straßenseite ein Wirtschaftsweg zu ein paar Häusern. Dieser wird nach 150 Metern zu einem Trampelpfad, er ist aber mit Raut ausgeschildert. Er führt mich von 1070 Metern beim Parkplatz hoch zum Ortsteil Raut auf 1140 Metern Höhe. Raut wird auch Kleinmeran genannt, weil es als einer der sonnenreichsten Plätze im Tannheimer Tal gilt. An der Kapelle in der Ortsmitte, im Hintergrund die Gaichtspitze, stoße ich auf die schmale Fahrstraße, die von der B199 herkommt. Schon innerhalb des Weilers steigt der Weg ständig moderat an, dafür wird die Aussicht immer schöner. Hier der Blick Richtung Gaichtpass und die Lechtaler Alpen. Mein Weg führt mich an einer weiteren kleinen Kapelle vorbei, wird nach einem Gatter zum Forstweg und bei der ersten Kehre bin ich bereits auf 1200 Metern Höhe. Hier zweigt der Meraner Steig vom Dillinger Weg ab. Diesen Dillinger Weg bin ich 2010 durch das Birkental zur Lachenspitze und über die Usseralpe zurück nach Grän gelaufen. Auch davon gibt es hier ein Video. Diesmal aber biege ich auf den Meraner Steig ab, der, zumindest vorerst, als breiter Forstweg in Serpentinen an der Südostflanke der Grinnenspitze emporführt, immer wieder gekreuzt von einem Steig, der direkt am Hang in die Höhe führt und der die Strecke dadurch natürlich um einiges verkürzt. Ich, auf meine alten Tage, habe das Glück, dass der Forstweg hier der Meraner Steig ist. Auch er steigt zwar ständig an, aber halt bedeutend langsamer. Hier ein Blick über das Birkental hinweg Richtung Leilach und Lachenspitze. Zwischenzeitlich bin ich auf rund 1450 Metern Höhe und ab der Rauter Alm, keine Hütte, nur 2 Bänke, geht es auf dieser Höhe flach weiter mit einem ersten Blick auf die Kette der Tannheimer Berge. Und einem traumhaften Blick hinunter ins Lechtal. In der Sonne glänzt die Bundesstraße 199, die vom Gaichtpass hinunter nach Weißenbach am Lech führt und damit eine der 3 Zufahrtsstraßen zum Tannheimer Tal ist. Hier im Plattenwald endet der Forstweg und der Meraner Steig wird zum Wanderweg. Zwischen 1470 und 1500 Metern Höhe schlängelt er sich an der Nordflanke der Grinnenspitze entlang. Und dann sehe ich über dem Tal die Tannheimer Kette in voller Pracht. Schartschrofen, Rote Flüh und Gimbel. Schäfer und Köllenspitze. Das Saberjoch, die Schneidspitze und das Hochjoch.
Dort oben war ich das letzte Mal 2009. Auch davon gibt's hier ein Video. Und unterhalb, auf einem Vorsprung, das markante Gimpelhaus. Was für ein Panorama! Am Nordhang der Grinnenspitze entlang schlängelt sich der Weg, mit kleinen Wasserfällen und Brunnen am Wegrand. Und immer wieder der Blick über das Tal. Unten die Häuser von Nesselwingle, dahinter die Gipfel der Tannheimer Kette. Der Meraner Steig ist für mich einer der schönsten Panoramawege des Tals. Kurz vor der Grinnenalpe zweigt der steile Direktabstieg nach Nesselwengle ab. Da ich aber noch zum Haldensee möchte, gehe ich weiter Richtung Bergstation bzw. Grinnenalpe. Erst kommt die Bergstation des Sessellifts Grinnenalpe in Sicht, dann die Grinnenalpe selbst. 400 Meter nach der Bergstation zweigt der Weg in Richtung Haldensee ab. Ich bin jetzt auf 1480 Metern Höhe und muss bis auf 1120 Meter herunter. Zuerst auf dem Fahrweg, später auf dem Wiesenpfad gehe ich dem See entgegen. Im Hintergrund der Einstein, wo ich am Vortag war. Je weiter ich heruntersteige, umso üppiger wird die Vegetation. Hier blühten der Alpenheckenrose. Stück für Stück komme ich dem See näher. Zwischendurch der Blick über das Ostufer des Haldensees mit den Häusern des Ortsteils Haller. Bis ich dann auf Seehöhe auf den Tannheimer Rundweg treffe. Kurze Zeit später stehe ich dann am Ufer des Haldensees. Ich gehe den Tannheimer Rundweg am See entlang und dann hinter dem Freibad bis zur Bundesstraße 199, wo sich direkt am See die Bushaltestelle befindet, um mit dem Talbus zurück zum Hotel zu fahren. Am Ende, wie immer, die Information zur Tour. Ich habe für die 11 Kilometer lange Wanderung 4,5 Stunden gebraucht. Die reine Gehzeit betrug nur knapp 3 Stunden. Es gibt halt viel zu sehen, die Strecke ist wunderschön. Weitere Informationen dazu auf Komoot unter Hartmut Schmidt, Rheinstetten.